Hallo Gammelfreunde, der weiße Wolf, der König des Nordens, Jon Snow, hat sich dieses Video gewünscht, ein Video über die Madagaskar-Palme. Das ist es, ein klassisches Pflanzporträt. Vielleicht muss ich eine Spoilerwarnung einbauen für die Leute, die die 7. Staffel Game of Thrones noch nicht gesehen haben. Intro. Floll. Die deutschen Trivialnamen der Madagaskar-Palme sind Dickfuß wegen diesem dicken Stamm und Stern der Steppe, weil das Ding ursprünglich in der Steppe wächst. Der deutsche Name Madagaskar-Palme ist ein bisschen irreführend, es ist keine Palme, sondern ein Hundsgiftgewächs. Und als Hundsgiftgewächs ist es botanisch Paripodium lamerei. Es gibt aber auch andere Arten von Paripodium, die gängigste ist lamerei. Dann reden wir über das Aussehen. Wie man jetzt hier so sehen kann, ist Paripodium lamerei die Madagaskar-Palme eine stammsukkulente Pflanze mit einem stachligen, dicken Stamm. Und oben auf dem Stamm sitzen so längliche, saftig grüne Blätter in einem Schopf, ähnlich wie so ein Palmschopf eben. Vielleicht deswegen der Name. Der dicke Stamm der Madagaskar-Palme dient eben zur Wasserspeicherung. Die Madagaskar-Palme kommt aus Madagaskar, you don't say. Eben aus diesen, jetzt hier auf der Karte zu sehen, eher diese bräunlichen Gebiete, die von einem Wechsel aus Trockenzeit und Regenzeit geprägt sind. In der Regenzeit speichert das Ding halt Wasser in den Stamm ein und in der Trockenzeit zehrt es von diesem Wasser. Und jetzt noch ein lustiges Bild. Am Naturstandort auf Madagaskar wird die Madagaskar-Palme gerne mal 6 Meter groß und dann ist das Ding halt keine Zimmerpflanze mehr. Bei uns ist es eine klassische Zimmerpflanze. Standort. Die Madagaskar-Palme will aufgrund vom Naturstandort einen hellen bis sonnigen Standort. Sie mag es relativ warm, 22 bis 25 Grad, auch gerne mal im Sommer heiß. Im Sommer kann sie auch auf die Terrasse gestellt werden. Im Winter jedoch nicht zu kühl, nicht unter 18 Grad Celsius. Und die Madagaskar-Palme kann auch direkt an die Heizung gestellt werden. Trockene Heizungsluft macht der Madagaskar-Palme gar nichts. Jetzt ist das Ding eine Stammsukkulente, deswegen darf man die nicht zu viel gießen, weil Staunässe mag sie gar nicht, da reagiert sie ganz schnell mit Wurzelschäden. Also meine Gießempfehlung ist einmal wöchentlich im Sommer leicht gießen, dass das Ding halt gleichmäßig feucht bleibt und nicht komplett austrocknet. Und im Winter würde ich die Madagaskar-Palme vielleicht alle 2 Wochen ein bisschen gießen, da trockener halten. Sie braucht mal eine gewisse Trockenperiode von 4 bis 5 Wochen, um sich dann auch wieder zu regenerieren. Die Düngung ist auch einigermaßen einfach. Einmal wöchentlich im Sommer mit einem Kakteendünger düngen, der ist nicht allzu hoch konzentriert, da kriegt sie Nährstoffe und kann gut weiterwachsen. Und Pflege ist auch ziemlich einfach. Einfach alle 2 Jahre die Madagaskar-Palme umtopfen und dabei auf Kakteenerde zurückgreifen. Die hat ein bisschen mehr Drainagewirkung und da entsteht gar nicht mal Staunässe. Nicht zu empfehlen ist die Madagaskar-Palme für Katzenbesitzer und für Eltern von kleinen Kindern. Also für Katzenbesitzer nicht geeignet, weil die Katzen auch mal gerne das Laub fressen. Und als Hundsgiftgewächs ist die Madagaskar-Palme sogar mäßig bis stark giftig für Tiere. Da wirklich nicht kaufen und so. Und natürlich für Eltern, kleine Kinder, die Stacheln sind richtig eklig. Viele Dornen und Stacheln, die bleiben jetzt nicht so in den Daumen hängen, sondern verursachen halt schon Wunden, wo man dann halt auch mal in den Fingern blutet und das ist halt nicht so schön für kleine Kinder, sich halt so an diesen Pflanzen zu pieksen. Dann kommen wir noch abschließend zum Preis. Eine 20 bis 25 große Pflanze, wie man jetzt hier so sehen kann, kostet zum Beispiel bei Dena 10 Euro. Ziemlich günstig, auch langlebig und auch ein bisschen langsam wachsend, aber das Ding wächst und man hat schon ziemlich Freude dran. Im Video bin ich jetzt nicht auf die Blüte eingegangen, weil ich finde, dass die Madagaskar-Palme eine ganz klassische Grünpflanze ist.
Habt ihr eine blühende Madagaskar-Palme zu Hause? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr weitere Themenwünsche? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Habt ihr eine Madagaskar-Palme zu Hause? Wie groß ist die schon? Ballert mir die Kommentarsektion voll. Das ist das Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim neuen Video nächste Woche ungefähr. Haut's bis dahin rein und ciao!